566 Tage war es hier in St. Martin im Mühlkreis still. Die größte Disco des Landes war 1,5 Jahre lang geschlossen. Seit vergangenen Freitag ist das Empire sozusagen wiederbelebt. Wie ich heute hergefahren bin, habe ich mich so gefreut, auch für meine Mitarbeiter, für meine Gäste. Es ist einfach schön, dass man wieder da sein kann für die Gäste. Seit März 2020 gab es hier keine Partys mehr. 2000 Menschen auf 1800 Quadratmeter, undenkbar. All jene, die in dieser Zeit 16 geworden sind, mussten auf ihren ersten Disco-Besuch warten. Bis jetzt. Wir hoffen da halt natürlich volles Haus, weil wir haben fast zwei Generationen, die jetzt nicht bei uns erinnern waren, die letzten zwei Jahre. Das heißt, jedes Jahr kommen immer wieder die jungen 16-Jährigen nach und heute können wir, glaube ich, aus dem vollen Potenzial schöpfen und darum gehe ich davon aus, dass es halt richtig gut wird. Man wollte eigentlich eh her ans Empire, aber haben halt eben wegen Corona nicht können. Und das hat mir irgendwie, also ist mir irgendwie wegen angegangen. Aber umso froher bin ich, dass ich eben jetzt da sei und die geile Location genießen kann. Zuerst allerdings noch der 3G-Check. Wie lange das noch so funktioniert, ungewiss. Die Diskussionen um 1G in der Nachtgastronomie werden immer lauter. Also, wenn ich es offen sagen darf, 1G-Regel in der Nachtgastronomie bei uns, in diesem Bereich, am Land, wäre betriebswirtschaftliche Katastrophen. Kann meiner Meinung nach nicht funktionieren und bin ich absolut dagegen. Noch gilt allerdings 3G, und zwar per App. Damit können auch Tickets gekauft oder ein Shuttle gebucht werden. Und so geht's nach 566 Tagen auch wieder ins Empire.